Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Eurotruck Simulator 2. Ja, wir sind wieder da, weil ich hatte da einen riesen Bock drauf, da wieder mit zu spielen und auch mal wieder aufzunehmen. Ja, wie ihr hier seht, mein schöner LKW im Hintergrund. Ich habe mir nämlich in der Zwischenzeit ein neues Spiel erstellt, weil ich es lange nicht gespielt hatte und auch neu anfangen wollte gerne. Ja, habe mir dann ein Renault Magnum Excellenz gekauft mit Doppelachse hinten und habe mir dann halt den schönen Skin hier, die Mod, runtergezogen mit den Lego-Püppchen drauf. Den fand ich nämlich richtig cool. Und ja, wie gesagt, ich habe da richtig, richtig Bock drauf, da wieder zu spielen und zu fahren. So, hier kann man das nette Teilchen ja sehen. So, wir haben auch schon direkt die erste Fahrt vor uns. Wir starten aber leider in der Nacht und wir haben einen Autotransporter. So, da kann man das sehen. Sieht ganz nett aus, das Teilchen. Jetzt müssen wir hier erstmal rauskommen, was natürlich ganz simpel ist. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier rumkommen um die Ecke und dann schalten wir hinter den Sichtmodus auf die Fahrerkabine. Das wird richtig lustig, hier rauszukommen. Ich weiß nicht, warum haben wir kein Licht an? Ja, was ist denn für eine Funzel hier? Alter, voll die Funzel. So, wir schalten mal um. Alter, da ist aber magere Beleuchtung. Da müssen wir ein bisschen mal dran arbeiten, wa? Jungens, da sieht man ja nichts. Ah, schönes Cockpit haben wir. Achso, für das Cockpit habe ich mir auch noch eine Mod runtergezogen. Ja, werde ich dann, beziehungsweise die, die selber spielen, die kennen die Seiten ja. Das war, glaube ich, beim Mod-Hoster. Da habe ich mir das gezogen. So, jetzt fahren wir erstmal hier schön raus. Da gibt es ja richtig feine Sachen. Aber für den Renault jetzt speziell, muss ich sagen, ist es nicht ganz so einfach, da was zu finden. Also mal gucken, da kommt nichts. Da kommt auch nichts. So, wir fahren ja mitten in der Nacht hier los. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier rauskommen, ohne dass wir hier das Tor abreißen. Ja, ein bisschen Überlänge, würde ich mal sagen. Aber da kriegen wir schon hin. So, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen geübt, damit ich ein bisschen besser fahre und nicht immer alles kaputt mache. Ja, wie gesagt, schwubbelibub. Die ein oder andere Mod habe ich. Ich habe auch die Mod für die Australian Map drauf, weil die wollte ich auch gerne mal fahren. Aber ja, ich bin in Schweden gestartet. Genau, ich habe in Schweden angefangen diesmal. Nicht in Deutschland. Von der Landschaft oder vom, ja, generell vom Landschaftsbild her fand ich das sehr, sehr cool. Sah auf jeden Fall richtig, richtig schick aus. Alter Schwede, ist das ein langes Teil. Also wir transportieren ein paar Eutekes zu meiner Privatgarage nach Hause. Hahaha. Ja. Nein, das fand ich cool. In Australien würde ich dann auch noch gerne mal fahren, weil, also das Land an sich finde ich ja schon mal, wow, wir müssen schon, warum müssen wir da unten abbiegen? Hallo? So, einmal hier rum. Wow! Alter! Weil ich das Land generell sehr, sehr geil finde. Das ist schöne Landschaft etc. pp. Und da wollte ich dann auch noch gerne mal eine Runde hier rumbrummeln. Oh, wir sind wieder mal zu schnell. Ja, Kubus ist mal wieder zu schnell unterwegs. Das hat mich schon ein paar Euro gekostet, immer zu schnell zu fahren. Kommt nicht so gut. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen am Riemen reißen. Achso, wir dürfen... Ach, jetzt darf ich schnell fahren. Ah, das ist schön. Dann fahren wir mal. Auf jeden Fall finde ich den LKW richtig geil. Es gab auch noch ein paar andere, die... ja, die ich aber leider noch nicht kaufen konnte, weil ich die Händler noch nicht entdeckt habe. Und auch jetzt nicht die Lust hatte, hier so großartig rumzufahren. Und der gefiel mir halt auf Anhieb. Und da habe ich mir gedacht, so, den kaufst du dir. Wenn du soweit bist, kaufst du den. So, jetzt fahren wir erstmal auf die Autobahn. So, den habe ich auf jeden Fall. Das hat ein bisschen gedauert. Weil man muss ja auch erstmal... Warte mal, für den brauchte man... Müssen wir jetzt hier abbiegen? Nee, nee. Nein, nein. Oh, scheiße. Hier geht schon wieder los. Ja, guck mal nicht auf die Straße. Und dann zack, hängt man in der Büsche. Ja, warte mal. Für den hier brauchte man Level 15. Um den überhaupt kaufen zu können. Ah, finde ich schon ein bisschen gemein, dass man da erstmal die Level haben muss. Weil so einfach ist es ja nur auch nicht. Die spielen, wissen es ja selber, dass man da schon einiges fahren muss. Ja, so, jetzt haben wir das hier. Aber wie gesagt, das haben wir ja ganz gut, habe ich das so weit hingekriegt hier. Dann konnte ich da mir den schönen LRW kaufen. Und wie gesagt, ich hatte da richtig Bock drauf, kennt ihr bestimmt auch. Dann habt ihr ein Spiel, lange nicht mehr gespielt und auf einmal so, wow, ja, muss ich nochmal spielen. Und
Mir fallen's. Uah. Hey, du Idiot. Kannst du dich einfach hier. Sag mal, geht das oder was? Ich glaube doch wohl nicht, ey. Du kleiner Sack. Da. Habt ihr das gesehen? Das gibt es doch nicht. Das ist wie im wahren Leben, ne? Mal eben schön schnell ausbremsen. Ja, nun gut. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Alter, der hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht, der Kackstiefel. Ja, wie gesagt, dann hat man ja ein Spiel, hat man schon mal gespielt. Zwischendurch habe ich das ja auch privat hier mal so für mich einfach nur gezockt. Aber ja, manchmal fehlt dann doch ein bisschen die Zeit. Wenn man dann halt seine Projekte hat, die man für YouTube aufnimmt und dann noch privat spielen, geht nicht so richtig, weil dann ja, bleibt irgendwann der Rest liegen. Man kann ja nicht nur den ganzen Tag vorm PC sitzen und zocken. Das funktioniert ja nun auch mal auch nicht. Und es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, die man erledigen muss. Auch wenn das hier einen Riesenspaß macht, aber trotzdem, es gibt auch schon mal Sachen, die man erledigen muss und dann ist keine Zeit zum Zocken. Und mal eben eine Runde spielen hier ist nicht immer gesagt, dass man da in einer Viertelstunde wieder fertig ist. Kommt drauf an, was man sich natürlich für eine Tour hier aussucht, aber so, jetzt fahren wir erstmal rüber. Schwupp. Dann ist man schon mal ein bisschen länger am Fahren. Also ich hatte letztens die längste Tour, die ich jetzt bis jetzt gespielt habe, generell in dem Spiel. Die war irgendwie 1200 Kilometer. Also das hat schon ein bisschen gedauert, bis man da am Ziel war. Alter Falter. Und das ist dann halt nicht mal eben so zwischendurch, dass man mal eben eine Runde, eine kleine Runde spielt. Und wenn man dann halt, wie gesagt, für YouTube seine Klamotten hat, die müssen ja auch gemacht werden. Und was heißt müssen gemacht werden? Man macht es ja gerne, weil es ja Spaß macht. Und weil es einfach ein geiles Hobby ist und ja, irgendwie Suchtpotenzial mit sich bringt. Desto länger man es macht, desto schlimmer, finde ich, wird es. Also jetzt nur auf von mir gesprochen. Und ja, man will ja da auch seine Sachen regelmäßig produzieren und machen. Und ja, da muss man halt sehen, wie man da verbleibt. Und da ich im Moment ein bisschen Zeit habe, ist Urlaub. So, dann kann man dann mal sagen, komm, ich mache mal eine Runde. Ich nehme mal ein bisschen auf. Wie viele Folgen es werden, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich will da auch nichts versprechen. Auf jeden Fall gucke ich, dass ich da vielleicht regelmäßig mit einschiebe. Weil ich habe ja meine 4 Projekte, die im Moment regelmäßig laufen. Und dann gucke ich mal, wie weit ich hier komme, ob ich zwischendurch Zeit habe. Und dann schauen wir mal. Aber auf jeden Fall ist das hier ja, sehr entspanntes Spielen. Zwischendurch ist das mal richtig geil. Wenn man so Projekte hat, ich spiele im Moment Amnesia und Soma. Zwei Horror-Survival-Spiele auf einmal. Ja, das Hardcore irgendwo schon. Weder das eine noch das andere habe ich schon mal gespielt oder weiß überhaupt, wie es da vorangeht. Also beides blind. Ja, ist das auf Dauer schon mal ein bisschen anstrengend und nervig, wenn man da nicht so wirklich weiterkommt. Und da muss man halt gucken. Jetzt fahren wir erstmal hier. Alter, du bist viel zu langsam. Geh mal von der Straße. Ja, wie gesagt, dann ist das alles ein bisschen anstrengend und man hat ja auch nicht immer so viel Zeit, wenn man jetzt aufnimmt. Ich nehme immer im Voraus, so, was heißt im Voraus? Ich mache halt so eine Aufnahmesession, wo ich dann eine Stunde mal hintereinander aufnehme, damit man ein bisschen Vorlauf hat und nicht jeden Tag da sitzt und oh, ich muss noch aufnehmen, oh, ich muss noch aufnehmen, weil das ist, finde ich, extrem nervig. Weil da kommt man irgendwie, ja, nee, das kommt man auf keinen grünen Zweig. Das ist ziemlich bescheiden. Und es ist dann hinter dieser Druck da, oh, ich muss noch aufnehmen, oh, ich muss noch aufnehmen. Und das, nee, das macht ja keinen Spaß. Weil es soll ja Spaß machen, was man tut. Und das ist immer wichtig. Weil wenn die Sache Spaß macht, dann kommt es auch rüber. Dann macht man halt's gerne, ne? So ist es halt. So, und wie gesagt, hier, wie ich gerade Lust und Laune habe, werde ich da mal aufnehmen. Ey, wir werden hier überholt. Alter, du fährst zu schnell. Diese verdammten Busfahrer, ne? Nee, schlimm ist das. So, wir haben auf jeden Fall noch 300... Boah, Alter, wo sind wir? Fahren wir denn hin, ey? 373 Kilometer. Okay, wir fahren nach Erfurt, Leipzig, Nürnberg, Magdeburg, Dresden. Schwubbelwubbelwubb. Ich glaube, wir müssen mal die Spur wechseln. Ja, du dumm Sack, du. Glaube ich, da wieder eine Nächte. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das regelmäßig schaffe.
Ich hoffe es wirklich, weil mir macht das einen riesen Spaß wieder. Wie gesagt, es ist sehr entspannendes Spielen. Einfach schön gemütlich fahren hier mit seinem LOW. Ja, hier kann man jetzt auch mal das Cockpit sehen mit Wurzelholz. So. Was ich schade finde, dass nicht alle Mods immer so funktionieren. Ja, ist ja natürlich versionsabhängig. Viele Mods habe ich gesehen, weil vorher habe ich, bevor ich das hier neu angefangen habe zu spielen, hatte ich eigentlich gar keine, nee, ich hatte überhaupt keine Mod. Nö, hatte ich auch nicht, oder? Nee, ich hatte gar keine Mod drin. Also blank gespielt. Habe ich mich doch nicht so wirklich für interessiert. So, dann müssen wir erstmal hier rüber wieder. Und es ist halt extrem versionsabhängig, dass es funktioniert. Ein bisschen schade, aber nun gut. Ist auch, denke ich mal, eine Menge Arbeit, hier solche Mods zu erstellen. Ich glaube, das ist dann, kann man mit Minecraft vergleichen, was ich ja auch im Moment immer oder wieder spiele, neu angefangen habe. Soll man auf der einen Seite froh sein, dass es Leute gibt, die sich da überhaupt die Mühe machen, um da was zu produzieren. Ist auch ein zeitlicher Aspekt. Oh, wir müssen rüber, wir müssen rüber. So, schwupp. Und ja, leider funktionieren die da nicht immer so alle. Das ist ja ziemlich kacke, aber egal. Das, was ich so ungefähr haben wollte, habe ich ja jetzt. Ich habe mein Interieur verändert. So, jetzt fahren wir erstmal hier rüber. So. Und den Skin, den, wie gesagt, den habe ich auch. Ich hatte noch einen anderen Skin, der sah, den, wie hieß der? Techno-Skin. Aber der funktioniert leider nicht. Den erkennt er gar nicht erst. Kann ich mich auf den Kopf stellen. Ja, schade drum, aber nicht so schlimm. Aber der ist ja auch ganz witzig hier mit den Lego-Püppchen drauf. So, und deswegen bin ich da schon ganz froh, dass der drin ist. Obwohl dieser Magnum hier, der hat ja auch schon mal dieses Route 66 drauf, wenn man den kauft. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Aber, ja. Ich sag mal, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen was zu verändern mit den Mods, um das ein bisschen... Da kommt schon wieder so ein bekackter Bus. Ich glaube nicht. Alter, du bist zu schnell. Jetzt geh neben uns weg hier. Ich glaube doch wohl nicht. So, wir müssen mal wieder, glaube ich, links rüber. Und es wird hell. Wow, das ist schön. Es wird hell. Dann kann man das ruhig schon machen. So. Ja, die Busfahrer sind die schlimmsten hier auf der Autobahn. Aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Ja. Oh ja, 280 Kilometer. Nee. Oh shit. Wir müssen hier bleiben. Sonst fahren wir Richtung Dresden, Prag. Nee, wollen wir nicht. Wir fahren weiter Richtung München, Stuttgart. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wo ich den Auftrag angenommen habe, wo wir überhaupt hinfahren. Ist aber auch egal. Wir fahren einfach. Wir kommen da schon hin, wo wir hin müssen. So, einmal rüber. Ja, wie gesagt, das macht wieder einen Riesenspaß. Und, ja, mal gucken, als nächstes, ja, einen zweiten LKW kaufen ist ja so in dem Sinne nicht. Ich muss erstmal noch eine Garage, weil ich habe nur eine Garage. Finde ich auch ein bisschen doof gemacht, dass man sich da nicht einen zweiten hinstellen kann. Aber gut, braucht man extra eine Garage für oder eine größere. Aber wir müssen erstmal noch ein bisschen Kohle verdienen. Weil das Ding hier war verdammt teuer. Und das hat mich richtig Kohle gekostet, das Ding. Obwohl man da sagen muss, im Real Life sind die Dinge ja nur auch teuer. Dass man so, ja, da könnte man sich ein Einfamilienhaus verkaufen. Oh, halt. Gesperrt. Tschö. Da soll man das also nicht unterschätzen. Ich habe da halt zwischendurch... Hallo, warum überholt ihr mich hier rechts? Hier rechts überholen ist verboten. Hallo. Ich glaube es doch wohl nicht. Ich glaube das nicht. Da zieht der rechts vorbei. Unmöglich. Auch sehr realistisch dargestellt, das Spiel. Ja, ist auch die Version zwischendurch wieder abgedatet worden. Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hier spiele. Müsste ich mal gucken. Aber kommt dem schon nahe, ne? Dass man auf der Autobahn rechts überholt wird, mal links überholt wird oder ausgebremst. Nee, ist klar, Paula. So, was haben wir? Oh, wir fahren mal wieder krumm und schief hier.
Ja, das kommt davon, wenn man immer irgendwo anders hinguckt als auf die Straße. Gut, Handy habe ich jetzt nicht in der Hand, aber nun gut. So, wir sind noch mit der Geschwindigkeit ganz gut dabei. Haben schon eine Riesenstrecke zurückgelegt von... Hast du nicht gesehen, Shaka Zulu? Und ich glaube, wir sind auf dem Weg nach Nürnberg. Oder müssen wir nach München? Nee, ich glaube, Nürnberg war das. Wenn, ich weiß es jetzt nicht. Ich will mich jetzt auch da nicht festlegen. Ist egal, wir fahren auf jeden Fall Richtung Süden. Süden, wir kommen. Ah, jetzt bremsen. Warum bremst ihr? Alter! Ihr könnt ja hier nicht bremsen. Sag mal, ich habe hier schwere Last. Nee, furchtbar. Furchtbar. Oh ja, so. Sieht auf jeden Fall ganz schön belebt aus hier, die Autobahn. Oh, wir sind zu schnell. Ah, wie immer. Kubus ist wieder zu schnell unterwegs. So, Tempomat ein. Und gib ihm. So, jetzt überhole ich euch auch mal rechts. Lal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 a. Okidoki. So, lala. Jetzt heißt es, ist es hier. Jetzt können wir die dritte Spur wieder nehmen. Wir fahren rüber. Okay. Hä? Warum ist denn jetzt unser Ding aus? Sind wir jetzt auf dem falschen Weg? Hä? Hallo? Oh shit, wir sind falsch gefahren. Warum das denn? Habe ich was übersehen? Ja, ich glaube schon, ne? Hahaha. Och nee, komm, Kinos. Jetzt müssen wir hier drehen, oder? Oh nee, das fängt ja schon wieder gut an, ne? Aber das hatte ich letztens auch. Da bin ich dann gefahren und gefahren und gefahren. Und auf einmal. Da war aber nichts mit Abbiegen oder so. Also, müssen wir mal gucken, wie kommen wir jetzt hier auf die andere Seite? Ich meine, wir könnten jetzt hier radikal über die Mittelspur wenden, aber ich glaube, das kommt nicht so wirklich gut. So, jetzt haben wir ein Problem. Ah nein, jetzt ist wieder rot. Ah, jetzt will er uns aber wirklich natzen, kann das sein? Ja, nun gut. Weil ich habe mich schon gewundert, wir hätten eigentlich nicht falsch fahren können. Alter, fahr doch mal. Gut, wir sind wieder auf der Route. Auf der Route drauf. Da ist schon wieder so ein Bus. Ich hasse Busfahrer. Und dann noch auf der linken Spur. Nee, ist klar. So, wir tuckern hier volle Lotte über die rechte Spur. Weil der vor uns gar nicht in Quark kommt. Wir werden ihn überholen. So, du kannst da hinten bremsen. So, jetzt geht's los. Volles Kanonenrohr. Ja, cooler Auflieger hier. Schön, schön, schön. So, hallo, mein Freund. Du kannst jetzt ruhig mal hier ein bisschen abbremsen. Wir sind sowieso schneller als du. So, haben wir geschafft. Den haben wir schon mal abgezogen. Volles Kanonenrohr. Sonst fahren wir natürlich wieder rechts rüber. Wir sind hier anständiger LKW-Fahrer. Und dann gucken. Oh, da hinten ist. Oh, ein Fesselballon. Oh, wie schön. Super. Okay, wir sind aber noch. Warte mal. 220 Kilometer müssen wir noch fahren. So, wir hängen wieder hinter so einem. Alter, wie fährst denn du? Wie schnell sind denn hier die Autos? Alter! Ey, jetzt komme ich da nicht rüber. Jetzt sind wir ja voll abgeschmiert. Ja, wir sind auf der A9 unterwegs, okay. Richtung Nürnberg. Linz, Nürnberg. So, ah, wir müssen jetzt gleich. Okay, wir bleiben jetzt besser auf der rechten Spur. Wir müssen gleich abbiegen. Sonst verpasse ich wieder mal die Ausfahrt. Ist mir auch schon passiert. Auch im richtigen Leben. Dann ist man gefahren und gefahren. Und dann war die Ausfahrt rechts. Und wir waren viel zu weit links. Oh, Schindefuck. Und dann ging gar nichts mehr. Ja, und wenn man sich dann einmal verfahren hat, dann ist das immer witzig, wieder zurückzufinden. Besonders wenn danach keine Ausfahrt kommt, wo man mal eben drehen könnte. So, jetzt mach dich weg hier. Sonst schiebe ich dich an. Komm, Kollege. Ja, wir fahren euch. Alter! Ich glaube das nicht. Ey, was machen die denn heute hier? Warum hat er jetzt hier eine Vollbremsung hingelegt, der Eierkopf? Ich glaube das nicht, ey. Das habe ich die ganze Zeit, wo ich das spiele, jetzt wieder. Nicht einmal gehabt, dass es so eine Kacke war, dass sie dauernd ausgebremst wird oder irgendwelche Spaddels dich da nicht vorbeilassen. Ja, so.
So, jetzt zieh ich dich ab, ey. Alter, jetzt bist du fällig. Bist ja lebensgefährlich. Wow! Ich auch. Ist aber egal. So, wir fahren weiter geradeaus. Ja, wir ziehen jetzt hier einfach mal mit 90 Klamotten an den Spattels vorbei. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Auch wenn wir jetzt gleich ein Bußgeld kriegen, das soll es mir wert sein. Wir fahren einfach weiter. Ich habe da keine Lust mehr zu. Okay, die biegen sowieso ab. So, dann haben wir die schon mal hinter uns. Und müssen uns über die schon mal nicht mehr ärgern. Aber da kommt bestimmt der nächste wieder. Aber wir haben es ja, oh ja gut, über die Hälfte der Strecke haben wir ja schon geschafft. So, einmal rechts rüber. Das ist ja schon mal prima. Jetzt sind wir auf A3. Okay. Also fahren wir doch nicht Richtung Nürnberg. Ja, ich lasse mich mal überraschen, wo wir rauskommen. Auf jeden Fall finde ich den LKW hier, der ist schon mal richtig cool. Also den finde ich auch so, vom Anzug her ist der gar nicht so schlecht. Aber, warte mal, was bin ich zwischendurch gefahren, bevor ich keinen eigenen hatte? Ich glaube, was ich richtig geil fand, war der MAN. Der hatte mal richtig Bums unter der Haube. Wow, fand ich beeindruckend. Oder war das der Mercedes? Ich weiß es jetzt nicht. Ich will jetzt nicht lügen. Aber einer von den beiden, also von diesen beiden Marken, war das auf jeden Fall. Der hatte richtig Bums. Fand ich gut, aber ja gut, einen MAN-Händler habe ich jetzt gefunden. Mercedes noch gar nicht. Wie gesagt, ich bin auch so, die freie Fahrt habe ich jetzt nicht oft genutzt. Ich habe erstmal meine Touren gefahren, um Geld zusammenzukriegen, damit man dann hinter was kaufen kann. Ja, wie gesagt, müsste ich da mal gucken. Erstmal Garage und dann vielleicht noch den einen oder anderen LKW. Was ich mir auch unbedingt kaufen werde diesmal, das wollte ich beim letzten Mal eigentlich schon machen, ist einen Truck, ein US-Truck. So ein Peterbilt hätte ich gerne oder Peterbilt. Die finde ich mal richtig cool. Aber, ja, müssen wir mal gucken. Da gibt es ja auch verschiedene Mods für. Ich hoffe, dass die dann funktionieren. Habe ich noch nicht ausprobiert. Da bin ich mal, da ist ja gespannt drauf. Und ich schieb dich weg, du. Geh doch mal auf Seite. Fahr auf Seite, du. Alter, ich glaub das nicht. Oh, unsere Hupe hört sich an. Alter, was war das denn? Ja, eine tolle Hupe. Die höre ich jetzt heute aber auch zum ersten Mal. Super. Ey, da hat mein Fahrrad ja eine bessere Hupe. Nee, nee, nee. Alter, Möb. So eine Kinderhupe, oder wie? Nee, gut. Wir sind jetzt 113 Kilometer vom Ziel entfernt und wir müssen abbiegen. Ja, ja, ja. Tschüss. Mach's gut. Wir haben wieder, ja, wenn man zu viel quatscht und nicht aufpasst. So. Und tschüss, Jungs. Jetzt habe ich ja die Faxendicke hier. Ja, jetzt ist Schluss mit lustig. Ihr habt zwar alle kein Zuhause hier, oder wie? So, einfach mal losfahren. Lalala. Ja, jetzt ist klar, jetzt gibst du Gas, ne, du kleiner Blödkopf. So, jetzt werde ich euch mal da hinten erstmal alle ausbremsen. Ziehen wir von links auf rechts rüber. Lalalala. So, wir sind mit. Oh, wir sind wieder mal zu schnell. Wir sind wieder mal zu schnell. So, aber jetzt haben wir 85, okay. Niedriger Tankfüllstand, geh nach Hause. Habe ich keine Zeit für. Jetzt müssen wir noch tanken, oder was? Okay, klar, hört dazu. Aber wir haben keine Tankstelle. Ups. Wow, geil mit den Windrädern im Hintergrund. Schick. Schick, schick, schick. Ja. Wir brauchen eine Tankstelle. Sonst kackt uns gleich der LKW ab. Oder? Ja, gut. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Solange wir jetzt hier nicht auf der Autobahn stehen bleiben, das wäre ziemlich bescheiden. Geht das schon? Was haben wir noch? 78, 77 Kilometer. Okay, wir fahren direkt mal in einem Hieb hier weiter. Wow! Oh, yo, wir haben sie weggeschoben. Alter, da machen die eine Vollbremsung. Ich glaub das nicht. So, das habt ihr jetzt davon. Alter, voll gescheppert. Oh, das wird teuer. Oh, das wird teuer. Da ziehen sie uns wieder alles ab. Warum machen die hier mitten auf der Autobahn eine Vollbremsung? Ey, ich glaub das gar nicht. Was sind das hier, ey? Mobbing-Spiel vom Feinsten, oder wie? Nee. Ja,
Nee, jetzt ist das schöne. Ach, jetzt ist unser schöner LKW hier kaputt. Da kommt eine Tankstelle. Da kommt eine Tankstelle. Ja, machen die eine Vollbremsung. Entweder habe ich nie aufgepasst oder das sind hier alles Spappnasen. So, jetzt gehen wir erstmal tanken. Da ist er wieder. Der tuckert sich auch hier einen ab. So, wir bleiben mal besser auf Abstand. Okay, Sicherheitsabstand sollte man auch einhalten, aber. So, parken. Und tanken. Ne? Hier, ne? Ja, okay. Tanken. Wir kommen. Ich brauche Sprit. So, wo können wir denn hier mal tanken? Ah, da. Okidoki. Jetzt fahren wir mit unserem kleinen LKW da mal rein. Ah, super. Das passt bestimmt hervorragend hier zwischen die Zapfsäulen. Okay. Dieselpreis 1,46. Drücken Sie folgende Taste, um den Motor abzustellen. Okay, das machen wir. Drücken und halten Sie die folgende Taste, um die Kraftstofftanks zu füllen. Das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft. Gesamtpreis 1 Euro? Was? Achso, wir müssen gedrückt halten. Alter, wir müssen auch gedrückt. Guck mal, oh, da laufen die Euros so weg. Ein Liter, 200 Liter. Alter, wird teuer, glaube ich. 529 Liter Tank haben wir. Aha, drücken wir an die. Super, wir haben vollgetankt. So, super. Nee, finde ich toll. Okay, wir sind fertig. Ja, um den Motor abzustellen. Ich will keinen Motor abstellen. So, jetzt fahren wir einfach. So, jetzt den Tank. Was? Oh, haben sie uns abgezogen. Oh, scheiße, ich habe gedacht, wir könnten uns hier einfach so verpieseln. Und fertig, aber das war wohl kein. Oh, schade. Egal. So, wir haben. Oh, wir müssen auch mal wieder schlafen gleich. 500 Liter Sprit oder Diesel getankt. Alter. Da könnte ich ja mein Auto, weiß ich nicht, wie oft voll tanken. So, wir können direkt auf der Autobahn ziehen. 500 Liter. Ey, das Auto wird verkauft, der ist zu teuer. Der LKW ist definitiv zu teuer. Nein, Spaß. Das ist, glaube ich, normal. Wenn man überlegt, welche Reichweiten die Dinger haben, da muss schon ein bisschen was im Tank sein. So, wir machen jetzt mal die letzten. Oh, 36 Kilometer. Dann haben wir es geschafft. Ich glaube es ja gar nicht. Dann hätten wir das nämlich geschafft. Dann hätten wir unsere erste Tour wieder nach längerer Pause hinter uns. Ja, da sind schon wieder so Kackbusse. Ich liebe sie, ja. So, wir fahren jetzt gleich irgendwie rechts ab, kann das sein? Wir bremsen jetzt erstmal ab, weil die kommen hier irgendwie alle nicht in Quark. Auf jeden Fall haben wir unseren Tank voll und sind, weiß ich nicht, wie viel Euro ärmer geworden. Und wir fahren ja im eigenen Auftrag, deswegen, ah ja, wir müssen jetzt hier rechts runter. Ja, Richtung Frankfurt, nee, was ist doch Frankfurt. Ich wollte gerade sagen, ich habe die Brille heute Morgen extra vor der Aufnahme geputzt. So, wir fahren jetzt hier runter. Dann sind wir. Bleib doch mal auf. Alter, bleib mal auf Spur. So, Blinker haben wir schon gesetzt. Brav haben wir das gemacht. Rückspiegel schaut. Nein, ist keiner da. Wir können alles platt fahren. So, dann können wir den Blinker wieder ausmachen. Abbremsen. Wir können hier nicht mit voller Lotte in die Kurve fahren. So, delete. Oh, shit. Das war wieder zu schnell. Kubus, du bist zu schnell. Okay, aber ich habe bis heute noch kein. Also in der Aufnahme jetzt kein einziges Schild umgefahren. Beim letzten Mal habe ich sie weggenockt, was da Zeug hält. Ich meine, die standen auch immer extrem bescheiden am Straßenrand rum. Und das geht ja nur gar nicht, ne? Da muss man mal ein bisschen Platz schaffen. Wir sind ja auch nicht hier gerade ein kleines Ding. So, jetzt müssen wir mal abbremsen. Wir sind in Frankfurt am Main. Okidoki. So, schwupp. So, und wir sind jetzt gleich am Ziel unserer Träume. Da können wir unsere Autos abliefern. Da freue ich mich schon drauf. Erster Aufenthalt in Frankfurt. Schöne. Wupp. So. Dann können wir mal einen kleinen Blick auf unseren RW werfen. Ja, sieht doch nett aus. Schön. Doch, schönes Teilchen. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt müssen wir erstmal hier reinfahren. Schwupp. So, jetzt fahren wir hier schön rein. Ja, die Straße ist breit genug. Das schaffe ich. Ja, das schaffe ich. So, jetzt fahren wir hier. Ah, wir müssen bis zum Ende der Straße.
Und dann können wir unsere Klamottekiste da abliefern. Also die Autos hier. Ne? So, jetzt müssen wir hier rein, ne? Ja, wir müssen hier rein. So, jetzt bloß nicht verfahren. Wir kommen aber hier nicht rein, weil da kommen Autos. So, jetzt macht sich vom. Ach so, der lässt uns durch. Netter Audi-Fahrer. Ne? Soll ein Audi sein, oder? Danke, mein Freund. Dafür kommst du in den Himmel. So. Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt. Ja, schön für dich. Kannst du behalten. So, Frankfurt am Main. Schön. Oh, das sieht cool aus. Die Skyline von Frankfurt. Wo ist denn jetzt unser Ziel? Hallo? Rechts, links, geradeaus. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Halt, halt. Wir müssen mal eben die Map umstellen. Warte. Dumm, dumm, dumm. Okay, wir müssen hier rein. Okay, wir sind da. Bum, 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 bum. Ah, da hinten. Da hinten hin müssen wir fahren. So, mit unserem schönen LRW. Okay, wir haben unsere erste Route geschafft. Das finde ich mal richtig cool. Also jetzt können wir mal umschalten. Da kann man mal den LKW in Ruhe. Hallo? In Ruhe sich an. Wir haben schöne Autos geladen. Also das Teil ist mal. Bleib mal stehen. Ein schönes Teilchen. So, wie gesagt. Auch am Dach schön. Schön Lego Ninja drauf. Wir haben die erste Tour geschafft. Hat wieder einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wir sehen uns dann hoffentlich, und ich würde mich super drüber freuen, in der nächsten Folge ETS 2 wieder. Bis dahin, Tschüssikowski!